Ladies and Gentlemen, welcome to your flight. Würde ich schon nett sagen, richtig? Ja. Sehr gut, ihr Lieben. Heute ist der 29. September. Es ist 9:01 Uhr. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Und hier geht es um Klarheit mit Leichtigkeit. Und freue mich auf eure Fragen. Also, was wollt ihr wissen? Wobei kann ich euch unterstützen? Wo braucht ihr noch mehr Klarheit, damit ihr durchseht? Damit das Leben leichter wird. Ich habe gerade von einer lieben Klientin Ziele gelesen, die hat so schön gefühlvoll die geschrieben. Das habe ich noch nie erlebt. Da habe ich gesagt, bin richtig mit weggeschmolzen. Weil, wenn du Ziele aufschreibst, führt ja diese Klarheit dazu, dass du das in dein Leben holst. Und es war extrem schön zu lesen, so mit ganz viel Gefühl geschrieben. Hört ihr mich gut? Also so wie ihr nickt, denke ich mal, ne? Das ist ja auch lustig. Kann man am Rechner einen Ton auslassen und man wird trotzdem gehört. Gut. So, her mit euren Fragen, ihr lieben Zauberlehrlinge. Was wollt ihr wissen? Guten Morgen. Guten Morgen. Wir kennen uns noch nicht. Ich bin die Daniela. Ich bin eingeladen worden von der... ich kann diesen Namen immer nicht aussprechen. Musst du ja gar nicht. Sag einfach, hi, ich bin neu hier und ich freue mich, hier zu sein. Genau. Also ich bin neu hier, ich freue mich, hier zu sein. Und ich habe halt so ein, zwei Fragen, die mich jetzt extremst beschäftigen in der letzten Zeit. Ich habe eigentlich immer mit extremst niedrigen Blutdruck zu tun gehabt. Und ja. Jetzt auf einmal, von heute auf morgen, habe ich seit ein paar Tagen, schießt der in die Höhe. Ich war jetzt schon beim Arzt, habe mir jetzt schon einen Langzeit-RR habe ich jetzt schon gehabt. Und genau warum, wissen sie nicht, warum das so ist. Vielleicht hast du da irgendwie... Naja, was setzt dich denn gerade unter Druck? Viel. Genau, ne? Also ja. Ich hatte selber früher total niedrigen Blutdruck und dann 170 Anschüsse. Also ich kann das zu 100% nachvollziehen, die kam eine Gänsehaut. Ja. Und das war der Moment... Erst wollte ich gehen, also das war so, ne, ich hatte so resigniert, habe mir, was ist eigentlich sinnlos, das Leben, was ich geführt habe und so weiter. Das war meine damalige Haltung, unbewusst, war mir nicht bewusst. Und dann hat meine Seele wahrscheinlich gesagt, ey Baby, jetzt gib mal hier, lass mal das Opfer los, jetzt geh mal in deine Kraft und Größe. Und dann ist der Blutdruck so in die Höhe geschossen. Das hat dazu geführt, dass ich mich um mich gekümmert habe, ne? Und dann lag ich da und konnte gar nichts mehr machen und habe quasi alles losgelassen, was mir nicht mehr gedient hat. Alles, was mich unter Druck gesetzt hat, habe ich dann notieren müssen, weil anders konnte ich gar nicht mehr. Und dann war es auch okay. Okay. Also, guck mal, wo du vielleicht Angst hast, Schiss hast, in deine Größe zu gehen. Mhm. Okay. Fall mir direkt ein, zwei Sachen ein. Siehst du, also manchmal ist es die Angst, die Kontrolle zu verlieren. Ja? Wir haben oft Angst, die Kontrolle zu verlieren. Aber ich sage euch, Leute, 2-5% sind uns bewusst, 95% sind unbewusst. Und wir glauben, mit dem kleinen bisschen das Universum kontrollieren zu können. Mach mal. Und wir dürfen alle wieder in das Vertrauen, in den Fluss des Lebens kommen, weil... Wir sind ja hergekommen, genau zu dieser Zeit, um hier als Seele in dem menschlichen Körper eine Erfahrung zu machen. Mhm. Das ist unser Daseinszweck. Und wenn wir uns nicht dagegen sträuben, sondern annehmen, was ist, und die Botschaften der Engel verstehen, dann ist alles gut. Also ich könnte euch Geschichten erzählen. Ich habe gestern selber eine heftige Transformation durchmachen dürfen. Deswegen habe ich noch ein bisschen dicke Augen. Aber ich muss im Nachhinein so lachen, wie das Universum uns eigentlich die ganze Zeit Zeichen sendet, die wir manchmal noch nicht verstehen. Und wenn dann du durch bist durch den Flaschenhals, dann erkennst du es. Also nimm das jetzt einfach mal an, Ella. Okay. Mhm. Und also ich habe damals, ich bin ja auch Physiotherapeutin und Heilpraktikerin, als Tipp, ich habe mich dann hingehockt. Also in der Hocke ging das besser. Ne, weil da sind die Verhältnisse anders. Und dann hat mir mal ein Arzt gesagt, ich soll so pressen, als wenn ich ein Baby kriege. Mhm.
Ja, es gibt auch so eine paroxysmale Tachykardie, blablablub. Ich habe ja x90 ja, ja. mal die schnelle medizinische Hilfe gerufen. Und das hat mir dann geholfen. Wenn der Blutdruck so hoch schoss, habe ich dann so gepresst. Und ich habe mich hingelegt, habe die Hände auf die Leisten gelegt und habe einfach eingeatmet. Habe mich sozusagen dem Leben ergeben, tatsächlich. Lache ich auf meinem Fußboden, habe ich ergeben. Und damit hat sich das immer wieder beruhigt. Okay. Also ja, guck mal, ob dir das hilft. Ansonsten müssen wir einfach mal telefonieren. Ja, okay, alles klar. Ja? Hast du einen Coach an deiner Seite? Ja, habe ich. Na bitte, mit dem guckst du auch hin, ne, wo du vielleicht selber Schiss hast, in deine Größe zu gehen. Denn wir sind alle hier, um einen gewissen Plan zu erfüllen. Ja, ja, das bin ich mir ja bewusst. Nur. Also, Attacke, beweg dich, Baby. Beweg dich, Baby, wir brauchen dich hier. Sehr gut, Applaus für Ela. Ja. Für wie viele war das gerade hilfreich? Die sagen mal für mich. Schön, dass du hergeleitet wurdest. Das finde ich ja süß, wie das Universum das macht. Ja. Dankeschön. Danke dir, Engel. So. Jetzt schalte ich dich stumm. Jetzt ist Hilde dran. Jetzt gibt es nämlich die Frage hier von Hilde. Du musst deinen Ton anschalten, Liebling. Ah! Danke für das, Liebling. Ja, immer. Ich habe keine Frage. Aber ich möchte einfach nur Danke sagen. Am Montag hatte ich gefragt wegen dem VAK für meine neue Arbeitsstelle. Und? Ich habe den jeden Tag gemacht, habe alle Zettel beschrieben mit Zahlen. Ich habe ihn. Und ich kriege eine Gänsehaut. Seit 20 Jahren das erste Mal wieder einen Lebenslauf geschrieben. Es war ein cooles Bewerbungsgespräch. Es war mehr ein Ratschen. Ich kriege hier eine Gänsehaut die ganze Zeit. Mein Sohn ist Autist. Jetzt weiß ich, warum er das ist, weil, Entschuldigung, aber ich bin so glücklich, das kann man gar nicht in Worte fassen. Ich darf jetzt Kinder begleiten, die sich in der Schule schwer tun. Boah, ich kriege so eine Gänsehaut. Danke für all die Fragen und Antworten. Einfach toll. Danke. Da heul ich gleich mit hier. Danke dich, Annette, auch. Danke, dass du das hier teilst, Hilde. Das ist ja mega schön. Und das ist genau das, was ich immer sage. Ey, egal was wir erleben, jeder einzelne Schritt lohnt sich, wenn du bereit bist, das Leben zu leben, was dir wirklich zusteht. Wir alle verdienen dieses Next-Level-Leben. Und die Frage ist, bin ich bereit, durch die Angst zu gehen, durch die Widerstände zu gehen und meinen Platz einzunehmen? Ja. Ne? Sehr war cool. Eine große Herausforderung, aber ja, geschafft. Sehr gut. Ne? Du hast die Dinge angewendet. Cool. Herzlichen Glückwunsch. Ah, das ist ja heute schon so berührend. Ich habe heute früh schon eine Klientin angerufen, weil ich so berührt war. Jetzt kommst du. Also es kann nur noch besser werden, ihr Lieben. Was gibt es noch in eurem Leben hier? Danke, liebe Hilde. Applaus für Hilde. So, was ist denn hier mit all denen, die heute ihre Kamera aus haben? Zeigt euch mal, ihr Lieben. Egal, wie ihr ausseht, ihr seid göttlich. Denkt dran. Na? Und wenn du dich hier nicht zeigst, dann zeigst du dich im Leben erst recht nicht. Sehr gut. Oh, jawohl. Genau, jetzt geht's los hier. Ich will euch sehen. Ich zeige mich auch mit dicken Augen. Versteht ihr? Steh einfach zu dem, was du bist und ausstrahlst. Das Herz wird immer zum Erfolg, ihr Lieben. Steht doch auf meinen Team-T-Shirts. Jeanette dreht sich gleich um. Sehr gut. Es gibt jetzt neue Farben. Wir haben jetzt blaue T-Shirts auch noch. Sehr gut. So, Hilde, möchtest du noch was sagen? Kann ich deine Hand wieder senken? Ich habe die Macht, deine Hand zu senken. So, wie viele von euch haben jetzt noch eine Frage oder möchten was teilen, ihr Lieben? Her damit. Es geht um Klarheit mit Leichtigkeit. Was brauchst du, Carsten? Guten Morgen, Steffi. Guten Morgen, lieber Carsten. Bist du bester Laune? Ich bin besser drauf. Ich habe Dinge aufgelöst. Ich weiß, warum ich mich verletzt habe. Mein Finger ist auch schon viel, 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 viel besser. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe auch eine Meditation gemacht, um meine Frau loszulassen und sie mich loszulassen auch. Die Gänsehaut, sehr gut. Wie kann man besser, es klappt schon sehr gut teilweise, wie kann man noch besser der Intuition oder auf die Intuition hören?
Ja, was heißt besser? Indem du einfach reinspürst. Also ich habe mal gelernt, alles, was mein Herz weit macht, was mich einatmen lässt, das ist, ja, fühlt sich gut an. Und alles, was eng macht, das ist gegen meine Natur. Also ich lerne auch immer mehr, auf mein System zu hören. Ja. Janett Will hat einen Impuls für dich. Guten Morgen, lieber Carsten. Guten Morgen. Also als ich begriffen habe, dass meine Intuition oder / mein Herz, mein Gefühl, mich noch nie, nicht einmal verlassen hat, ja, mich noch nie belogen oder betrogen hat, ich, okay, nur nicht darauf gehört habe. Ja, genau. Und umso mehr ich meinem Gefühl, meiner Intuition Raum gegeben habe, ne, also ich habe irgendwann gemerkt, so, du triffst jemanden und du hast so ein komisches Gefühl, du hast den vielleicht noch nie gesehen, aber denkst so, Und dann habe ich aber gegen mein Gefühl gehandelt und habe gedacht, naja, also vielleicht ist der ja ganz nett. Und dann war das eine ganze Zeit nett, aber dann hat mich mein Gefühl nicht getroffen. Das kenne ich. Genau so herausgekommen. Ich hätte eigentlich auch gleich drauf hören können. Ich habe also nochmal eine Extra-Runde gedreht. Und irgendwann habe ich begriffen, ich könnte immer Extra-Runden drehen oder ich höre gleich auf mein Gefühl. Wie viel geht es genauso? Die sagen mal, oh. Ja? Also das Gefühl ist immer da. Ja. Wir dürfen nur lernen, darauf zu hören. Und es wird dann immer lauter und immer einfacher, dem zu folgen. Okay. Wir dürfen nur mutig sein. Ja. Ja, absolut. Und ja, einfach. Wir waren im Urlaub und dann habe ich gesagt, wir fahren mal da oder da. Und ich wollte eigentlich die andere Richtung fahren. Das habe ich im Kühl gehabt irgendwie. Und ich bin in die andere Richtung gefahren und war voll im Stau drin gestanden. Dann habe ich zu meiner Frau gesagt, warum sind wir nicht die andere Richtung fahren? Ich habe es ja eigentlich gewusst. Genau, also Folge deiner Intuition. Danke, Jeanette. Und ihr Lieben, ich habe mal ein Herzheilungsbootcamp gemacht vor einigen Jahren und habe selber Kurse mitgemacht. Stellt euch vor, hier in eurer Hand ist wie so ein kleiner Mund, also richtig süß, kitschig, kindisch. Und du legst auf dein Herz und dann sprichst du früh mit deinem Herzen. Okay. Und dann sagst du, guten Morgen, mein liebes Herz. Also richtig wie mit einem Kind sprichst du, weil in uns ist ja das innere Kind, das geht auch nicht weg, Gott sei Dank. Das will wieder mit auf die Reise genommen werden. Und dann habe ich früh in meinem Herzen immer ein Lied vorgesungen. Ne, ich habe es letztens schon mal ich habe es letztens schon mal bei Facebook gesungen. Aya, 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 aya. Und das habe ich dreimal gemacht, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und so hat sich mein Herz geöffnet. Und ich merke das. Ich coache sehr viel und gestern Abend hatte ich wieder, da rief mich einer an. Und dann habe ich so laut geredet, dann sagt die, warum schnauzt du mich so an? Ich sage, ich habe dich nicht angeschnauzt. Dann bin ich wirklich Kanal. Ne? Und dann war ich wieder die andere und ich höre nur noch auf mein Herz. Also ich habe so manchmal das Gefühl, das Rohr kommt direkt aus dem Herzen. Und das ist ein Gefühl, das kann ich gar nicht beschreiben. Ja. Also auch jetzt, ich rede einfach was und ich denke da null drüber nach. Und dann merkst du, dass du wirklich in der Anbindung bist, dass du im Herzen bist. Dann bist du Kanal des Göttlichen und dann kommt genau das raus, was rauskommen soll. Ja. Also geh raus aus dem Kopf, traue dich, Carsten, einfach du zu sein. Ja, das Schlimmste, was passieren kann, die Menschen wollen dich. Und in deinem Herzen, da kommt auch noch der Impuls für dich, ist Platz für viele Menschen. Ja. Ja, auch wenn deine Frau gegangen ist, darf da auch noch eine andere Frau rein. Ja. Ich kriege gerade eine Gänsehaut. Deine Frau sagt, ja, bitte. Ja. Na, jetzt kriege ich noch mal eine Ganzkörpergänsehaut. Das ist immer die Wahrheit. Also öffne dich einfach. Und ich sehe dich wie so ein kleiner Junge, der ganz vorsichtig da wieder die ersten Schritte macht. Gönn dir das und sprich über deine Gefühle. Jeder, der über seine Gefühle spricht, der ist einfach auch im Herzen. Ja. Und du kannst zur richtigen Person nicht das Falsche sagen und zur Falschen nicht das Richtige. Ja? Ja. So, habe ich euch was vorgesungen und Carsten hat hoffentlich einen Klickmoment. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Jetzt bist du mehr im Herzen, merkst du? Ja. Ich war auch, da wo ich die Meditation gemacht gehabt habe, bin ich laufen gegangen und dann habe ich Berg- und Talweg gehört
Ich denke, ich bin jetzt schon 30 Jahre nicht mehr gelaufen, da bin ich da hoch. Und ich bin hochgelaufen ohne Probleme. Vorher habe ich ja keine Luft bekommen. Und ich bin da hochgegangen und ich bin da an dem Morgen so, ich laufe jetzt wieder jeden Morgen und ich bin sehr gut. Den Berg- und Talweg hochgegangen ohne Probleme. Also ich glaube, da hing auch noch was dran. Ne? Wenn da was dran hängt, dann ist es natürlich schwer, am Berg hochzugehen. Also ja, sehr gut. Applaus für dich, Carsten. Dankeschön, Dankeschön. Cool, von Herzen gerne. Sehr gut. So, jetzt Alexandra. Hi. Hi, hi. Genau, es war mir so klar jetzt wieder, dass ich drankomme. Na, wenn du dich meldest, habe ich die Idee, willst du drankommen? Also nehme ich dich dran. Ja, aber auch jetzt gleich. Ja, na klar. Der Carsten war wieder der Türöffner, also das passt alles total. Ich habe dich vorhin schon gesehen, du hast ein wunderschönes Bild, habe ich da gesehen, dachte ich, wow, Alexandra, Ja, das will ich wieder haben. Ja, du hast es. Also ihr Lieben, wir sind das Ergebnis unserer Gedanken. Wenn du also in dir was verändern willst, Alexandra, ganz kleinen Moment, dann stell dich vor den Spiegel, nimm dich so wahr, wie du jetzt bist, erkenne an, dass du dir das bewusst oder unbewusst erschaffen hast, was du siehst, und dann stell dir vor, wie du es haben willst. Ja. Und dann erschaffst du genau das wieder. Weil wir sind einfach mächtige Schöpfer. Also mir wird es jeden Tag mehr bewusst und ich hoffe, euch auch. Na, so Baby, was gibt's? Also ich wollte sagen, dass ich im Moment richtig im Herzen bin. Ich habe ja schon gesagt, dass ich meinem Herzen folge. Dadurch ist ja auch meine Praxis gegangen. Und damit komme ich auch klar. Heute habe ich den Tag, wo ich praktisch die Praxis komplett loslassen darf. Wow. War gestern schwer für mich, richtig schwer für mich, aber heute sehe ich das positiv. Oh, ich kriege eine Gänsehaut. Befreiung. Und, ich hatte gestern eine große Erkenntnis, die gesagt hat, Schatzi, schau mal auf dein Leben, übernimm mal die Verantwortung, weil ich habe eine Arbeitsstelle bekommen in einer Schule, in einer kleinen, ganz süßen Schule, wo es nur 15 Kinder gibt. Och, schön. Und dort mache ich die Kinderbetreuung von 11:30 bis um 14:45 und habe mich sozusagen zur Verfügung gestellt, vorher in den Kindergarten mitzuwirken, damit ich die Buszeiten überbrücken kann. Sehr schön. Und habe gestern sozusagen die Einladung bekommen, zu mir zu stehen, weil die haben ein Führungszeugnis von mir verlangt. Und ich war gestern ehrlich gesagt erst ein bisschen schockiert. Also ich habe zwei Einträge. Und zwar wegen Erschleichung von Leistungen. Und ich darf jetzt wirklich meine Verantwortung übernehmen und habe jetzt die Möglichkeit, in dem Kindergarten praktisch meine Stunden abzuleisten, also meine Tagessätze. Ja, weil ich cool. immer gesagt habe, ich möchte eine Aufgabe haben, wo es auch sinnvoll ist, wo es in meine Richtung geht. Ja, mein Herz schlägt für Kinder, ich möchte für Kinder da sein. Deswegen habe ich auch zu mir gesagt, ich will keine eigenen Kinder, weil ich erstmal für mich arbeiten wollte und möchte das jetzt als Coach sozusagen wahr machen, ne? Um das Gefühl schon von Anfang an ein bisschen schöner zu füllen. Mega stolz auf dich und Hut ab, dass du dich auch hier zeigst. Das ist absolute Größe. Ne? Wir haben ja, alle. Das ist der erste Schritt, weil ich darf natürlich jetzt zur Gemeinde gehen und darf sagen, jo, ich habe das Zeugnis, aber ich habe zwei Einträge. Ja, ne, das macht ja nichts, verstehst du? Also wenn jemand dich mit dem Herzen sieht, dann weiß der ja, jeder von uns hat irgendwas schon mal gemacht. Wie viele von euch haben schon mal was gemacht, was nicht so cool war? Wofür sie sich vielleicht heute verurteilen. Seid ihr trotzdem coole Menschen, liebenswert? Ja, ne? Dafür sind wir auf die Erde gekommen, um uns zu erfahren, um Dinge zu lernen. Das Göttliche wertet nicht in gut oder schlecht. Also deswegen sage ich ja immer, sieh die Menschen bitte mit dem Herzen. Jeder ist liebenswert. Selbst der Alkoholiker, der auf der Straße liegt. Also ich bin mal als Ersthelfer zu einer Alkoholikerin gekommen. Das ist auch nur jemand, der sein Leben nicht aushält. Das ist trotzdem eine liebe Seele. Und wir dürfen aufhören, Menschen zu verachten, denn die sind immer ein Teil von uns. Im Gegenteil, ich meine, manchen kannst du nicht helfen, die wollen sich nicht helfen lassen, die dürfen dann auch noch mal eine Runde drehen. Aber sieh einfach Menschen mit dem Herzen und sag, hey, brauchst du irgendwas von mir? Ne? Und dann darf man sich natürlich auch abgrenzen von Energievampiren und so weiter.
Wir sind alle miteinander verbandelt und manchmal begegnen dir auch Menschen, damit du aufs nächste Level gehst oder damit du einen Klickmoment hast, und zwar einen richtig großen. Sehr gut. Alexandra, ich danke dir von Herzen. Brauchst du sonst noch was? Nein, hey, im Moment nicht. Wir hören und sehen uns, Schatzilein, bin ich ganz sicher. Bist du am Wochenende da? Ich komme am Sonntag. Am Sonntag bin ich da. Du findest mich am DR-Coach-Stand, aber ich komme nur am Sonntag. Na? Bis dann, Engel. So, jetzt die Frau Schneider-Sturm. Ich sehe leider keinen Vornamen. Ja, das verstehe ich auch nicht. Also eigentlich heiße ich Daniela. Soll ich Daniela hinschreiben? Ja, bitte. Mhm. Okay, wir schreiben hin Daniela. Mhm. Daniela. Danke. Dankeschön. Bitteschön. So. Steffi, ich habe eine Frage. Und zwar wurde ich angeklagt wegen einer Besitzstörung. Das heißt, ich bin in meinem Auto gestanden, wo es eigentlich privat ist. Es war für mich aber nicht erkennbar, weil es nicht gekennzeichnet war. Und jetzt muss ich in einer Woche vor Gericht. Und jetzt wollte ich wissen von dir, was kann das für mich für eine Bedeutung haben? Was steht da dahinter? Oder? Naja, wie fühlst du dich denn, wenn du angeklagt wirst? Naja, eigentlich ungerecht behandelt. Genau, und woher kennst du das? Oder hast du vielleicht im Leben schon mal Menschen angeklagt? Nein. Also nicht vor Gericht gebracht. Nee, das ist ja, warte mal, ich muss mal alle stumm schalten. Mach mal deinen Ton wieder an, bitte, Daniela. Nicht vor Gericht gebracht, aber du hast Menschen angeklagt, ne? Wahrscheinlich, ja. Ja, und das ist jetzt einfach der Spiegel im Leben. Darfst du einfach sagen, so wie ich. Interessant. Jetzt mache ich auch mal die Erfahrung. Und dann lachst du drüber und sagst, alles klar. Und fühlst mal, wie sich das anfühlt. Das Schlimmste, was passieren kann, ist was? Ja, eine Geldstrafe. Ja. Dann bezahlst du die Geldstrafe, übernimmst die Verantwortung, so wie Alexandra auch gerade die Verantwortung übernommen hat, und sagst, alles klar, habe ich nicht gesehen, ist mir wohl passiert. Ich übernehme die Verantwortung. Punkt. Okay. Mehr kann da nicht passieren, verstehst du? Geh raus aus dem Streiten. Ja. Und geh in deine Kraft und Größe. Ich hatte jetzt auch so einen Fall, da hat auch jemand versucht, mich so richtig, ich lasse die Worte weg. Ich bin einfach standhaft geblieben. Ich sage, du. So, und das Universum hat es gestern geregelt, von selber. Okay. War zwar tränenreich und so weiter, aber das Herz führt immer zum Erfolg und das, was recht ist, das geschieht. Und zwar immer. Ne, du kannst, ich hole mir dann die Engel der Gerechtigkeit dazu und so weiter. Mhm. Aber ihr Lieben, das, was wir aussenden, kriegen wir tausendfach zurück. Und manchmal, Damian sagt immer, der Mist, der kommt mit Mistgeschwindigkeit. Also das kommt manchmal lange, lange, lange noch nach. Und wenn du irgendwas hast, stell dir immer nur die Frage, wie fühle ich mich dabei? Und woher kenne ich das? Habe ich das selber schon mal gemacht? Also hört auf, mit dem Finger so zu machen, ne? Und nehmt aber auch die Bratpfanne von eurem Kopf. Und wisst, ihr tut die ganze Zeit das Beste, was ihr imstande seid zu tun. Und ihr dürft euch für verschiedene Dinge vergeben. Und es passiert doch letztendlich nichts. Nichts, was du nicht aushältst. Verstehst du? Mhm. 71042, Harmonie im Hier und Jetzt. Okay, danke. Na, von Herzen gern. Applaus. Danke. Daniela. Danke. Wie viele kennen so eine Situation, die sagen mal, oh ja. Ne? Wir haben dann Angst, aber du bist ein Engel, verstehst du? Sag ich immer. So, wer hat denn noch eine Frage von euch, ihr Lieben? Wie viele haben noch eine Frage? Susanne, hast du eine Frage? Nein, du hast gerade die Hand oben gehabt. Ihr müsst aber schon fragen, sonst kann ich ja nicht antworten, richtig? Bitte die Zahl 71042 ist Harmonie im Hier und Jetzt. Na? Sehr gut. Ich nehme eine Frage wahr. Susanne Jäger, du hast eine Frage, das sehe ich. Doch, du hast eine Frage. Wenn du eine Frage hättest, wäre das welche? Mach mal den Ton an. Eiskalt erwischt hier. Nein, eine Frage habe ich nicht. Ich habe gerade einen Anruf bekommen, der nicht so toll war. Ja, ich sehe, irgendwas ist gerade. Also, was war da dran nicht so toll?
Magst du das teilen? Meine Tochter hat angerufen, der Chef hatte letzte Woche einen Unfall, die sind vom Balkon gefallen und der liegt jetzt im Sterben und er wird es nicht überleben. Genau. Das hatte ich jetzt erschreckt. Ja. Na? Weil meine Tochter ist in Kur und die muss jetzt von der Kur aus 3 Stunden hier hinfahren und ich bin da jetzt echt besorgt, weil sie ist vollkommen am Ende. Und was kannst du jetzt machen? Ist es eine kluge Idee, wenn sie jetzt da fährt, wenn sie vollkommen am Ende ist? Nein, eigentlich nicht, aber sie muss jetzt vorher noch zum Psychologen in der Kur und die entscheiden dann, ob sie wirklich fahren darf. Genau, oder was könnte sie machen? Kann sie sich auch in Zug setzen vielleicht? Ja, könnte sie, oder hätte sie ihr Auto da? Naja, das ist ja alles regelbar, verstehst du? Das kann man ja alles später regeln, aber da geht ja wirklich also das Leben vor und dann einfach auch mal einen ausatmen und der Seele, so schlimm wie das jetzt ist, den Weg zutrauen, weil jede Seele weiß selber, wann sie geht. Ja. Ne? Ja. Und dann gucken, was macht das eben mit einem und dann mit den Gefühlen klarkommen. Also mach du mal auch die Hände über Kreuz und die Füße. Die Füße und die Hände über Kreuz und lass das mal abfließen. Ja. Lass mal dieses Sorgenmachprogramm los. Das habe ich nämlich gerade gesehen. Okay. Ja, dass du deiner Tochter das zutraust, dem Universum vertraust, dass das Universum genau das Richtige tut. Ja. Also wir alle sind, ich glaube, wir sind alle beschützt. Und es passiert das, was passieren soll, weil genau das passieren soll. Punkt. Beweis, es ist genau so. Ja. Na, Leben ist das, was passiert, während wir eifrig dabei sind, andere Pläne zu machen. Und das zeigt uns ja nur, wie endlich das Leben ist. Und die gute Botschaft daraus ist, es gibt ein Leben vor dem Tode, richtig? Richtig. Mhm. Also, bei wie viel macht es gerade Klick? Ja? Ich hatte mal einen Autounfall, da ist mir ein Geisterfahrer entgegengekommen und der ist wirklich um 1 Zentimeter oder vielleicht 2 Zentimeter an mir vorbeigehuscht. Und dann ist mir nur jemand von hinten drauf geknallt. Und ich weiß, ich habe damals heulend Damian angerufen. Da sagt der, stell dir bessere Fragen. Was ist denn das Gute daran? Da habe ich gedacht, scheiße. Und der hatte aber recht. Ich habe in dem Moment alles umgedreht und habe gesagt, wow, ja, ich bin total beschützt. Ich muss wohl noch eine Aufgabe haben. Da bin ich nach Hause und da ist mein ganzes Leben an mir vorbeigezogen. Und ich habe in dem Moment entschieden, was wirklich wichtig ist. Ich habe in dem Moment noch mal mehr aufgehört, im Außen zu gefallen und Dinge zu tun, die ich eigentlich nicht tun will. Weil ihr seid wichtig und nicht irgendjemand anders. Na? Mir ist das auch nicht leicht gefallen, jetzt am Wochenende zu sagen, ich komme nicht zum Level Up Your Life, weil es gab noch kein Level Up Your Life ohne mich in dem Sinne. Aber es gibt verschiedene Umstände, wo ich eine Entscheidung treffen durfte. So, und das ist jetzt für mich der beste Kompromiss für alle Beteiligten. Und dann muss ich immer wieder gucken. Susanne. Ja. Alles klar? Alles klar. Ja, glaubst du an Engel? Ja. Na, dann kannst du dir ja deiner Tochter, kannst du deine Tochter sagen, sie soll die bitten. Mach ich. Ja? Okay. Ja, aber jetzt geht's wieder. Merkst du es? Jetzt, ja, es geht wieder. Danke. Sehr gut. Von Herzen gern, immer wieder gern. So, jetzt die Hilde meldet sich. Applaus erstmal für Susanne. Habt ihr gerade alle eine Erkenntnis? Wie viele haben gerade eine Erkenntnis? Ne? Macht euch genau bewusst, was wirklich wichtig ist, ihr Lieben. Hilde! Ich würde ich sagen, die wilde Hilde. Ja, ich bin wieder auf dem Weg dahin. Ihr habt noch ein Erlebnis gehabt. Und zwar darf ich ein Pferd betreuen. Und ein bockiges Pferd. Und jetzt habe ich die Zahlen angewandt, weil sie hebt die Hufe nicht. Also habe ich sie geputzt und habe ihr schön die Zahlen auf ihren Bopsch geschrieben. Und siehe da, das ist magisch. Sie hebt die Hufen. Sie läuft jetzt mit 2 Zahlen rein auf dem Hintern rum, aber sie hebt die Hufen. Also, du bist ja auch geil, ne? Ohne Zahlen gehe ich auch gar nicht mehr aus dem Haus. Also es ist wirklich magisch, magisch. Sehr gut. Danke fürs Teilen. Applaus. Das ist ja heute hier Special Call, oder? Ich würde schon sagen, das ist heute ein Call der besonderen Art. Janine, du hast eine Frage. Jawohl, das sehe ich. Genau. Ja? Ich habe eine Frage. Ja? Ich habe
Die will ich. Die. Ja, genau die. Ich hatte nichts, also das Einzige, was ich im Kopf habe, was ich letztens, wo ich mich drüber gefreut habe, ist, ich war am Wochenende, ich war irgendwie am Machen und am Machen, bin dann auf die Kerb, wollte eigentlich kurz Auszeit haben, habe dann aber gedacht, ah, das musst du noch machen, habe dann nebenbei und abends stehe ich in der Küche, mache mir was zu essen und höre mich auf einmal denken, also kann sich jetzt mal bitte jemand um mich kümmern? Und? Und ich musste so lachen und denkst so, ach du meine Güte, ich direkt inneres Kind, ich so süße, ich habe dich den ganzen Tag überhaupt nicht beachtet. Es tut mir leid, was brauchst du denn jetzt? Cool. Da war ich einfach mega stolz, dass mir das sofort ins Bewusstsein kam mit Klick. Ja, das fand ich halt mega cool. Ja, geil, das ist ja auch schon Next Level, merkst du? Total, voll stolz auf mich. Und ich fand die Tage teilweise sehr herausfordernd, aber ich habe wirklich jeden Tag, denke ich, stopp, lösche das Programm, geh in deine Freude, ja. Musik angemacht, egal was. Und es hat gut funktioniert, sehr gut funktioniert, freue ich mich. Sehr gut, sehr ja. gut. Wie viele können das auch immer öfter machen, sich mit ihrem inneren Kind unterhalten? Die sagen mal, oh, oh. Ja, also legt euch ein Kinderbild von euch hin. Auch wenn andere vielleicht drüber lachen, aber wenn du dir wieder nahe kommst, dann bist du auch in deiner Mitte. Ne? Das Kind will einfach gesehen werden. Oder gibt es irgendjemand hier, der schon mal zu viel geliebt wurde und gesehen wurde? Nee, ne? Da lachen alle. Sehr gut, cool, Janine, sehr gut. Dann schalten wir dich wieder stumm. So, Yvonne, hast du eine Frage? Du, genau, dich meine ich. Dich, ja? Jetzt musst du auch noch aufstehen, ha? Huh? Mach mal dein Mikrofon an. Unten links. Nee, jetzt noch nicht. Unten links. Jetzt. Ja. Jetzt. Hallo. Hallo. Nein, wirkliche Frage habe ich nicht. Es prallt nur gerade wieder ein bisschen viele bei mir ein. Genau, und was prallt ein? To-dos oder was? Das sind so ein paar andere Sachen. Mein Sohn, der hat jetzt eine Ausbildung angefangen und ich habe unterstützend noch vom Jobcenter. Und jetzt haben die natürlich da alles umgerechnet und das ist einiges mehr, was die mir abziehen, wie ich eigentlich für ihn bekommen habe. Und der Brief, da kam halt erst gestern und ich muss das jetzt gerade alles so ein bisschen sortieren, weil das sind schon ein paar hundert Euro, die fehlen und nicht nur 50 Euro. Genau, und was könntest du jetzt machen? Hast du den VAK schon gelernt? Ja, ich war ja auch schon auf dem Workshop bei dir. Also, was könntest du jetzt machen? Nach dem Level Up am Montag, wenn ich nach Hause komme, anfangen durchzustarten. Ja, musst du da warten bis Montag nach dem Level Up Your Life oder könntest du heute schon was machen? Heute ist ein bisschen schlecht, weil ich noch ein paar Sachen vorbereiten muss. Meine Kinder muss ich mitnehmen, ich muss die Koffer packen. Also ich habe noch Sachen, also die ich noch essen muss. Ich darf. Habe ich Muss gesagt? Ja. Ja, gib dem Muss einen Kuss, dann kommt das Leben in Fluss. Und ihr Lieben, ihr dürft das Universum mehr um Hilfe bitten. Das Universum ist unser Freund. Ihr dürft dem Universum sagen, wie ihr es haben wollt. Ja? Wenn du sagst, ich habe jetzt keine Zeit für mich, dann sagt das Universum, alles klar, Leute, Attacke, macht mal ein bisschen, räumt mal noch ein bisschen was in den Weg, damit sie auch das kriegt, was sie gerade bestellt hat. Also ich kann mir das vorstellen. Oder auch, du lässt dich einfach mal fallen ins Universum und sagst, alles klar, ich kümmere mich jetzt um mich, Universum, ich rechne mit deinem Support. Das mache ich auch. Da habe ich auch schon, das sind jede Menge Blätter, die sind so durcheinander von den Zahlen her, das ist so viel, bis man erstmal hintergestiegen ist, was die überhaupt jetzt gerechnet haben und wie die das gemacht haben. Genau, und du kannst da Hilfe, stopp, also finde jemand, der sich damit auskennt. Genau. Ja, gibt es hier jemand im Chat, der sich auskennt mit Zahlen, mit solchen Dingen? Dann schreib mal, dann kannst du dich dahin wenden. Ne? Ansonsten würde ich da also ich würde das schon nochmal drüber schauen lassen, weil bei mir kam als allererstes, ist nicht meine Wahrheit, Punkt. Ja, so ähnlich. Es ist so ähnlich. Für mich ist das Verständnis halt, wenn ich
Ich habe 250 Euro bekommen für ihn und soll jetzt aber 350 abgezogen bekommen. Das heißt, dann sagst du jetzt, stopp, ich lösche das Programm, nimmst deine Verantwortung und gehst hin. Hm? Geh doch hin. Genau, man muss einen Widerruf machen. Man muss das dann schriftlich erstmal direkt widerrufen. Und das. Ja, aber trotzdem, verstehst du, Schatzilein, indem du hingehst, kannst du noch besser mit den Menschen reden. Und zwar nicht aufgeregt wie so ein Huhn, sondern ich habe hier einen Bescheid gekriegt, irgendwie ist das nicht meine Wahrheit. Da muss irgendwo ein Fehler vorliegen. Und vielleicht, wenn du jetzt schon sagst, das ist nicht meine Wahrheit, Punkt, kann es sein, dass du heute Abend schon die Lösung hast. Also ich würde mich da gleich drum kümmern. Wie viele würden sich doch gleich drum kümmern? Die sagen mal ich. Ne? Denn es gibt immer einer, der macht und einer, der machen lässt. Und es sind überall nur Menschen. Und Dinge passieren ja nicht, damit du dir das Geld aus der Tasche ziehst, sondern dass du in deine Kraft kommst. Dass du deine Verantwortung übernimmst, dass du deine Sachen sortierst. Also ist ja immer was Gutes dran. Okay? Okay. Dann Applaus für Yvonne. Ich muss richtig lachen, ey, was hier so los ist. Guck mal, Svetlana bügelt nebenbei schön. Das ist hier wie Hausfrauentalk, oder was? Natürlich sind die Männer auch dabei, aber ich muss heute richtig lachen. Das ist ja cool hier. So, Andrea, du hast eine Frage, stimmt's? Du hast dich gerade auf dein Kinn gestützt, genau dich meine ich, jawohl. Du darfst mal dein Mikrofon anmachen heute. Heute wähle ich mal aus. Ich lasse heute mal das Universum auswählen. Hallo, guten Morgen. Okay. Ich musste jetzt gerade schmunzeln. Ich habe auch ein Zahlenthema. Mein Sparkonto, wurde gehackt, währenddem ich im Urlaub war und leergeräumt. Ich bin aber auch nicht ausgerastet. Ich habe es einfach in die Hand genommen und habe mich drum gekümmert. Sehr gut. Jetzt läuft halt alles, mal abwarten. Was sehr gut. Aber ja. Das ist ja schon emotionale Fitness. Wie viele können auch schon über emotionale Fitness berichten? Die sagen mal ich. Ne? Ja. Dafür sind nämlich auch oft die Sachen da. Da triggert jemand was und das Universum testet, wie weit du schon bist. Sehr gut. Und was war die wichtigste Erkenntnis aus der Aktion in einem Satz? Ich darf mich um dieses Konto kümmern. Ich habe es nämlich die ganze Zeit vor mir hergeschoben. Ah, sag mal Halleluja, ne? Ja. Verantwortung übernehmen und jetzt hat das Konto gesagt, hallo, ich bin auch noch da. Genau. Und diese Woche kam dann noch einer dazu. Meine Mutter rief mich an, komm mal zu mir, ich habe meinen Geldbeutel verloren. Und dann habe ich mich... Ja. Weißt du, Andrea, dass auf jeden Geldschein eine Brücke ist? Ja, habe ich schon mal wahrgenommen, als du es gesagt hast. Aber vorher wusstest du es nicht, oder? War mir nicht so bewusst, nein. Genau, also mir auch nicht, bevor ich das gelernt habe. Und wenn du aber eben nicht, also das ist jetzt nicht nur für Andrea, sondern für alle, wenn du nicht weißt, dass auf dem Geldschein eine Brücke ist, warum sollte das Geld dann bei dir bleiben, wenn du noch nicht mal weißt, wie das aussieht? Bei wie viel macht es gerade Klick? Ne? Wie viele von euch zahlen laufen mit Karte? Die sagen mal, oh ja. Ja, ich zahle auch oft mit Karte. Ne, aber viele zahlen oft mit Karte und ich habe mir eben wirklich angewöhnt, nicht mit Karte zu bezahlen, sondern mit Bargeld, damit das auch noch über den Tisch geht und dass du schon das Haptische hast. Mhm. Na? Sehr gut, Applaus. Ja. Cool. Ich hab aber noch was geschafft. Meine Mama war ja die ganze Zeit so skeptisch und dachte, ich würde diese VHK-Ausbildung aus Hobby machen. Mhm. Ich habe sie dann im Glauben gelassen. Und habe ihr die Woche nochmal gesagt, sie soll sich jetzt nicht aufregen. Es ist ja nichts Schlimmes passiert. Sie hat auch nicht viel Bargeld in ihrem Geldbeutel. Von daher, es ist halt ärgerlich wegen Karten und so, was man alles neu beantragen muss. Und dann hat sie gesagt, ja, immer passiert mir das, immer verliere ich wichtige Sachen. Haben wir auch dieses Gespräch mit Imma und inneres Kind habe ich dann auch noch so angesprochen, weil sie sagte, in ihrer Kindheit wäre das auch schon so gewesen. Ja, sehr gut, dann hast du direkt einen Aufhänger, ne? Kannst direkt eine Geschichte machen, ein Video dazu. Und dann hat sie tatsächlich das Go-Buch von mir genommen und ist das jetzt am Lesen. Hätte ich nie gedacht, dass sie das jemals macht. Na, herzlichen Glückwunsch, cool. Ja. Aber keine Handlung ohne Auftrag. Manchmal muss das Universum erst zuschlagen, ehe die Menschen dahin finden. Ne? Ja, ich lasse sie auch. Ist ja ihre Wahrheit, wenn sie sagt, ich mache es aus Hobby.
Genau, ja, das ist ja, ja auch, ne? Die können sich da ja gar nicht reinvollziehen, denn fehlt ja sozusagen die Brücke über die. Genau, die. Ja. Da kann man aus der Bewertung aussteigen. Das, was Menschen sagen, kommt immer aus ihnen heraus. Das darf ich auch genau. immer wieder lernen. Da ist mein Lieblingssatz geworden. Es kommt immer nur raus, was drin ist. Ja, das muss aber auch jemand verstehen. Meistens verstehen die das nicht, wenn du es denen dann erklärst. Ich sage jetzt immer, du bist wie so ein Schwamm als Baby. Ne? Ein Schwamm saugt alles auf, was da an Flüssigkeit da ist. Und wenn du den ausdrückst, kommt auch das nur raus. Mhm. Also ich kriege immer mal so neue Bilder, ne? Oder iPhone. Ne? Wenn zum Beispiel sich zwei unterhalten und die kommen nicht über auf den grünen Zweig, dann sind das beides Telefone sozusagen. Eines Android, eins ist iPhone. Sprechen völlig unterschiedliche Sprachen, aber beide haben ihre Daseinsberechtigung. Ja. Da hören wir doch oft, uns gegenseitig zu bekriegen und zu bekämpfen und dem anderen was vorzuwerfen, sondern nehmen einfach an, hey, jeder von uns ist so, wie er ist, gut. Und es gibt eben viele Menschen, die einfach eine Rolle für uns spielen. Na? Sehr gut, Andrea. Applaus für Andrea. Danke. Danke dir. So, jetzt schalte ich erstmal alle stumm, weil hier gibt es irgendwelche Nebengeräusche. Und dann ist die Sabine dran. Ja, hallo Steffi, guten Morgen. Halli, hallo du Liebe. Erst einmal vielen Dank für die vielen wertvollen Inputs wieder. Das ist, ich bin gerne. Ganz aufgeregt. Geh mal in deine Frage. Ich habe eine Frage zum Tiere töten. Du sagst ja, ja, die Spinne, das kann ich noch mit meinem Snabbi und raussetzen. Wie ist das von dir gemeint? Ich meine, ich töte Drosophila, ich töte Stechfliegen. Und du sagst immer, ja, das sind auch Wesen, die eigentlich nicht getötet werden sollten. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, töte nie ein Tier im Scherz, denn es spürt wie du den Schmerz. Das hat mal eine Freundin zu mir gesagt. Ja. Seitdem sage ich den Tieren immer, bitte hier raus. So, dann fliegen die auch raus. Carsten meldet sich dazu. Carsten hatte letztens das mit der Fliege. Carsten, deine Frau, ne? Ganz genau. Ich hatte ja das Buch gelesen, 10 Tode, wirklich alles. Und danach habe ich ja das gelesen und wie du sagst, wir sind alle verbunden, die Tiere sind auch verbunden. Und dann habe ich ja morgens geschlafen, dann ist eine Fliege zu mir gekommen und hat mich nicht schlafen lassen. Und ich habe die dann auch noch weggeschlagen, oder ich habe sie auch getötet. Dann habe ich aber in dem Moment habe ich gedacht, vielleicht war das meine Frau, die mit mir kuscheln wollte. Genau. Ja. Und ab dem Moment, ich sammle hier Spinne bei mir oder ich tue alle Tiere raus. Das habe ich vorher schon gemacht, aber auch selbst die Mücken oder so oder Wespen oder tue ich jetzt mit Liebe. Weil es kann ja jemand sein, der zu dir zurückkommen will. Sehr gut, Carsten. Dankeschön. Also Sabine, das Tier hat genauso einen Seelenplan wie alle anderen, verstehst du? Okay. Wenn zum Beispiel ich durch den Urwald laufe, wir waren in Costa Rica, da sind unfassbar viele Tiere, da kannst du gar nicht laufen, ohne Tier zu treffen. Dann sage ich immer mental, Leute weg, ich komme. Also ich sage das, aber wenn ich jetzt eine Ameise zertrete, kann ich auch nichts dafür. Dann ist das halt ihr Seelenplan gewesen, verstehst du? Mhm. Aber also worauf beziehst du dich? Ich verstehe gerade den Ansatz deiner Frage nicht. Und aber eins verstehe ich, ihr hört immer das, was ihr hören wollt. Das ist nicht immer das, was ich sage. Ja, Kommunikation ist das, was verstanden wird. Das, was beim anderen ankommt, ganz genau. Ja, naja, weil manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen dann, wenn ich Fliegen töte und so weiter. Aber was ich jetzt verstanden habe, okay, ich kann noch mehr mit diesen sprechen. Und ja. hatten am Anfang in der neuen Wohnung auch so viele Silberfische. Ja, ich habe sie auch getötet. Aber ich kann auch mit ihnen sprechen. Und ja, habe ich in Griechenland gemacht mit den Ameisen. Es hat funktioniert. Ja. Früher habe ich auch gedacht, ja, jetzt rede ich schon mit den Ameisen. Aber ich habe es dann einfach getan, es hat funktioniert und ich habe eine andere Erfahrung gemacht. Okay. Und ich für mich habe immer gesagt, wenn ich die jetzt töte, sage ich mal so, dann haben die Möglichkeit, schneller in die nächste Inkarnation aufzusteigen. Also hast du es dir schön geredet. Also ich habe es mir schön geredet. Geh einfach mal raus da und hab keine Schuldgefühle. Wie gesagt, ja. die Dinge, die auf dem Planeten sind, die passieren, weil sie passieren sollen. Wenn sie nicht mehr passieren sollen, dann nimmt das Universum die raus, weil die uns da nicht mehr dienen. Das dient uns ja auch, uns zu erfahren. Mhm. Ja, also zum Beispiel habe ich früher auch jede Fliege tot geklatscht. Dann hat ein Kumpel mir so eine elektrische Fliegenklatsche empfohlen, dann habe ich die auch noch gekauft.
als ich die erste Fliege damit getötet hatte, ist mir so schlecht geworden, da habe ich das Ding weggeschmissen und habe beschlossen, niemals wieder für dich irgendein Tier. Aber das ist ja eine Entwicklung, das hat ja was mit Bewusstsein zu tun, das macht ja keiner, weil er böse ist, sondern du fühlst halt dann irgendwann mit allen Wesen mit. Wenn jetzt jemand kommt, der unbewusst ist, der sagt, jetzt hat die doch nicht alle Latten am Zaun, jetzt heute hier wegen einer Ameise oder was, verstehst du? Mhm. Also, guck mal auf die Dinge, die du im Leben wirklich bewegen willst, öffne dein Herz und dann wirst du automatisch mit den Tieren umgehen und sprechen. Bei mir sitzt doch hier draußen an der Terrasse eine Hornisse. Du sagst, Baby, ist nicht kalt hier draußen, habe ich heute früh gesagt, aber ich will sie auch nicht in der Wohnung haben. Mhm. Aber die sitzt da einfach. Wenn die Wespen reinkommen, sage ich, alles klar, bitte wieder raus hier. Und die tun das dann? Die tun das, ja. Eine weitere Frage habe ich. Außer Fliegen, die tun das nicht immer. Okay. Die müssen immer erst 10-mal gegen die Scheibe fliegen, bevor sie den Ausgang finden. Da muss ich manchmal ein bisschen nachhelfen. So, was hast du noch für eine Frage? Noch eine Frage. Ich habe immer das Thema Überforderung. Ich war zwar immer. Ja, ich habe immer heißt keine Änderung geplant. Ich habe das Thema Überforderung. Wer ist überfordert, die Große oder die Kleine, Sabine? Die Kleine. Genau, ne? Aber auch die Große. Bitte? Aber auch die Große. Naja, natürlich, die Kleine ist ja in der Großen, aber abholen darfst du die Kleine. Wer hat denn die Überforderung gelernt, die Große oder die Kleine? Ich glaube, beide. Nicht, aber die Kleine hat die Erfahrung gemacht, sonst könnte die Große ja gar nicht sagen, das ist Überforderung, die wisst ja gar nicht, was das ist. Also die Erfahrung hast du als Kind gemacht, ne? Ja. Und jetzt gehst du einfach hin, also einfach, das ist einfach, gehst einfach hin und holst die kleine Sabine ab. Was ist denn die erste Situation, die dir einfällt, wo du überfordert warst als Kind? Jetzt, zack, schnell, jetzt. Ich glaube in der Schule. Genau, dann gehst du hin in die Schule, erste Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse. Erster Schultag. Geh mal hin, versetz dich mal rein in die kleine Maus. Fühl das mal, denk mal nicht so drüber nach. Ich tue mir noch schwer, Kontakt mit meinem inneren Kind aufzunehmen. Ich tue mich schwer, genau. Das wird dann noch schwer, wenn du dich schwer tust. Sag mal, es ist ganz leicht. Und stell dir einfach mal das kleine Püppchen vor, was in der Schule gesessen hat. Erste Reihe, zweite Reihe, dritte Reihe. Wo hast du gesessen in der Schule? Aber meistens vorne links. Genau, siehst du, da habe ich dich gerade gesehen. Mhm. Da gehst du hin. Da gehst du hin und holst die kleine Sabine ab. Egal, ob dir das albern vorkommt oder nicht, das habe ich auch gelernt. Die holst du einfach ab, nimmst die aus der Reihe raus und sagst, Schatz, komm her. Ich bin gekommen, um dich abzuholen. Die Zeit von damals ist vorbei. Die war ja überfordert, verstehst du? Das ist ja oft so. Also ich sehe meine Toni Sue noch sitzen am ersten Schultag. Ich habe gedacht, oh, das arme Kind, die Bilder vom Schulanfang, die sehen aus. Die kommt aus dem Kindergarten, wo sie total offen war und dann sitzt sie in der Schule und denkt, ach du Scheiße, was ist denn das jetzt? Das geht ja jedem Kind so. Mhm. Also in meiner Wahrnehmung zumindest. Ne? Und die kleine erschrockene Maus, die holst du da ab und sagst, alles gut. Ich komme aus der Zukunft. Ich weiß, wir rocken das Leben, also entspann dich. Ich kümmere mich um alles. Das kleine innere Kind hat ganz oft Todesangst, weil das ist ja abhängig. Also in der ersten Klasse bist du auch noch ziemlich abhängig von deinen Lehrern, ne? Von dem Lob, hast du es gut gemacht, hast du nicht gut gemacht, wo geht's lang, Orientierung und so weiter. Da einfach mal reingehen und das kleine Mäuschen abholen. Mhm. Bist du nächstes Jahr in Griechenland mit dabei? Nein, ich bin zwar im Level Up und dann... Ja. Ja. Schade. Na? Aber vielleicht bist du dann 24 mit dabei. Oktober? Ja. Das wird wahrscheinlich Oktober werden, ja, weil August hat das Hotel keinen Platz. Zum VHK. Na, das machen wir dieses Jahr Oktober zum VHK, ja. Ja. Gut, da bist du richtig. Das ist gut. Ja, Sabine? Gut, danke. Sehr gut, Applaus so. Also 21. Oktober haben wir noch Plätze frei beim VHK, ihr Lieben. Geht einfach auf die Bio bei Insta bei mir, da habt ihr den Link dazu für alle, die noch nicht dabei waren. Na? Und nehmt euch einen Coach an eure Seite, ihr Lieben. Ja? Sehr gut. Jetzt haben wir das iPhone von Janine. Ich bin gespannt. Ich sehe nur eine Hand. Hallo. Hallo, liebe Steffi. Oh, sprich mal ein bisschen lauter. Ich höre dich kaum. Ist es jetzt vielleicht besser? Ja, viel besser. Okay, dann war das eine Einstellung hier am Handy. Gut. Meine Frage ist, ich habe mich damals gegen die Polizei entschieden. Ich habe gekündigt, weil das für mich nicht mehr gepasst hat.
und war damit total happy. Warte mal, ganz, ganz kurz. Darf ich dich kurz coachen? Bitte? Also, hast du dich tatsächlich gegen die Polizei entschieden oder hast du dich für dich entschieden? Für mich, ja. Ganz genau. Otto, du darfst atmen. Das ist unser Schrank. Also, du hast dich für dich entschieden. Mhm. Ja, und was ist jetzt deine Frage dabei? Meine Frage ist, wir haben ja hier so eine Konstellation, Elternzeit ist vorbei, mein Partner ist noch bei der Polizei und ich darf erstmal wieder arbeiten. Ja. Und eigentlich wollte ich auch im Coaching-Bereich mich selbstständig machen und da vorwärts gehen. Was heißt eigentlich? Also hast du die Entscheidung getroffen, ja oder nein? Ich habe die Entscheidung getroffen. Herausforderung ist... Bist du sicher, dass du die Entscheidung getroffen hast? Ich glaube nicht. Ja, inzwischen fange ich wieder an zu strugglen, weil ich ein Umfeld habe, was mir sagt, das ist brotlose Kunst. Stopp. Wer ist die Macht in deinem Leben? Ich. Also, ist es scheißegal, was dein Umfeld erzählt, ja oder nein? Ja. Dein Umfeld kann nur auf das zurückgreifen, was es selber gelernt hat. Wenn dein Umfeld nicht in deiner Ausbildung saß, wie wollen die dir überhaupt erzählen können, wie es geht? Es geht nicht. Da darfst du dein Herz für die öffnen und sagst, vielen Dank für die Informationen. Vertrau mir einfach, ich weiß schon, was ich tue. Was sie mir damals erzählt haben, als ich meine Frau verkauft habe. Bist du wahnsinnig? Die musst du verpachten und die musst du doch behalten. Und dann noch mein Haus. Ach du liebe Zeit. Ich habe auf mein Herz gehört. Das war das einzig Richtige. Weil alles, was du in deinem Herzen hast, das kannst du mitnehmen. Ne? Ja. Also kümmere dich um dich, lass dein Umfeld so wie es ist am besten. Die dürfen selber entscheiden. Aber verstehe, dass die solche Dinge zu dir sagen, weil sie dich lieben wahrscheinlich, weil sie Angst um dich haben. Und du darfst jetzt gucken, wer ist da, wo du hin willst? Mit wem kannst du dich austauschen? Mit wem kannst du dich austauschen, der schon da ist, wo du hin willst? Oder der zumindest in deinem Dunstkreis ist. Mhm. Also ich habe mein komplettes Umfeld losgelassen. Die eine beste Freundin, die saß noch auf meinem VHK, die ist plötzlich aufgestanden und gegangen. Und seitdem habe ich nichts wieder gehört. Ich habe sie nochmal angerufen, das war's. Aber da kann ich die auch lassen. Ich liebe die trotzdem, verstehst du? Mhm. Einfach loslassen. Also ja, sprichst du? Das wäre die zweite Frage gewesen, aber nochmal ganz kurz zur ersten Frage. Ich habe mich ja für mich entschieden. Sehr gut. Guck mal, schon das Sprachmuster geändert. Applaus. Herausforderungen sind gerade die Finanzen, weil ja bloß der Partner arbeitet und die Elternzeit ist jetzt vorbei. Die Kleine geht nächste Woche in die Kita und ich darf mir erstmal wieder was suchen. Ja, oder du hast, verstehst du, also hör dir am besten den Call nochmal an, was du so sprichst. Du hast vorhin gesagt, du hast dich entschieden, als Coach durchzustarten. Und eigentlich und sowas sagst du. Also schau mal hin, ob du in dir wirklich schon die Entscheidung getroffen hast, als Coach durchzustarten. Und wenn ja, dann gehst du einfach voran. Kannst du VHK, ja oder nein? Ja. Also, wie oft hast du den angewendet in den letzten Wochen? 3-4 Mal. Ja, Haken dran, verstehst du? Tu die Dinge, die du tun musst, damit das Universum liefern kann. Du sagst dem Universum, was du willst. Mhm. Guck mal, da lacht sogar dein Kind. So ungefähr wie jetzt hat sie es. Also hör auf, dir Geschichten zu erzählen, warum es nicht geht. Übernimm die Verantwortung für dein Leben zu 100%. Sag dem Universum, wie du es haben willst und dann nötigen Schritte. Siehst du, dein Kind? So. Also, Bewusstsein, alles klar. Ne? Geld wird langsam knapp. Verständnis, naja, ich hab mich ja nicht wirklich entschieden, sondern habe gedacht, ich hätte mich entschieden. Drittens, ich lasse das jetzt los. Viertens, ich richte mich neu aus. Dann setze dich halt hin auf den Fußboden, guckst mal ein bisschen in den Himmel und stellst dir die Frage, was könnte ich denn jetzt tun, wo ich mich erfüllt fühle? Weil das Geld kommt immer von anderen Menschen. Ja? Du sollst aber deiner Berufung ja folgen, deinem Herzen folgen, also wirst du irgendwas tun und dann kannst du dir überlegen, zum Beispiel, wie kannst du Menschen vom VAK begeistern? Wie kannst du mit Menschen sprechen, dass du sie coachen kannst? Aber dafür musst du erstmal die Entscheidung treffen, also am besten kommst auch du nochmal im Oktober auf den VAK, um dann nochmal ein paar Informationen dir zu holen.
Okay, also die Frage wäre gewesen, weil ich habe jetzt die Möglichkeit, wieder zurückzugehen zur Polizei. Die Möglichkeit hatte ich schon mal. Hab dann gesagt, willst du zurückgehen? Nein. Also, Punkt. Die Frage ist doch überflüssig. Du hast doch längst schon entschieden. Ja, das Ding sind aber die Finanzen. Ich muss ja trotzdem gucken, dass wir hier alle gut klarkommen. Nützt ja nichts, wenn ich... Naja, du solltest vielleicht mal die Verantwortung übernehmen, statt rumzujaulen. Das muss mal ein bisschen lauter und drastischer werden. Wie wäre es, wenn du einfach mal deinen Arsch bewegst und dir mal die Frage stellst, Arsch meine ich transformatorisch liebevoll, deinen Arsch bewegst und dir die Frage stellst, was kann ich denn dazu beitragen, dass hier ab sofort mehr Geld in die Kasse fließt? Na, vielleicht kannst du trotz Kind mit einem Hund spazieren gehen zum Beispiel. Ne? Menschen suchen händeringend manchmal nach Tierbegleitung, Tierbetreuung. Vielleicht kannst du auch irgendwelche Artikel schreiben für irgendjemand. Vielleicht kannst du jemand bei Social Media helfen. Ich kenne deine Fähigkeiten nicht, aber es ist einfach, sich hinzusetzen und zu jaulen. Das Ergebnis deines Tuns siehst du hier im Leben. Also stell dir bessere Fragen, die führen zu besseren Antworten. In dem Moment, wo du entscheidest, so Universum, jetzt zeig mir bitte den Weg, wie ich Geld verdienen kann, und zwar brauche ich XYZ, dann hast du mehr Klarheit. Du solltest also genau wissen, wie viel Geld geht raus, wie viel Geld kommt rein, was brauche ich denn, um diese Lücke zu schließen? Und dann hast du eine absolute Klarheit, dann brichst du das, was du brauchst, auf die Woche runter, dann auf den Tag. Dann kommt manchmal raus, okay, 5 Euro, 10 Euro, 15 Euro am Tag, kriege selbst ich hin, noch zusätzlich irgendwo zu verdienen. Dann hörst du nämlich auf, dir Geschichten zu erzählen und übernimmst die Verantwortung für dich und dein Leben. Und wenn du aus der Polizei ausgetreten bist, weil es dir keinen Spaß macht, würde ich da nicht wieder eintreten. Dann gehst du ja gegen dein System. Das bedeutet, es wird schwerer in deinem Leben. Ja. Guck mal, dein Kind sagt die ganze Zeit schon, schnappt es weg, ne? Also stell dich jetzt mal hin, nimm einen Zettel und schreib auf, was du für Fähigkeiten hast. Und geh aus der Komfortzone raus. Was sind denn deine Qualitäten? Sag mir mal 3. 1, 2, 3. Was kannst denn du? Kommunikation. Mit? Was meinst du mit? Also telefonieren oder was? Oder mit Menschen sprechen? Nee, mit Menschen sprechen. Telefonieren theoretisch auch, ja. Schriftliche Arbeiten. Was mit? Bitte was? Schriftliche Arbeiten, verschriftlichen. Naja, also, du gehst jetzt an deinen Rechner, setzt bei eBay eine Annonce rein und sagst, junge Mutter, bietet du hast Herausforderungen, deinen Schreibkram zu erledigen. Ich bin da für dich. Komm in die Umsetzung und berichte mir nächste Woche. Alles klar. Ja? Okay. Sehr gut, Engel. Dann Applaus für Janine. Wie viele haben jetzt gerade was gelernt? Danke dir. Bitte, bitte. Es gibt entweder eine Geschichte oder ein Ergebnis. Und die Geschichten, die wir uns erzählen, die klingen so plausibel. Aber es geht doch nicht, ich kann doch nicht, aber warum und wieso und bla. Doch, geht immer. Du musst nur die Entscheidung treffen. Ja? Und es lohnt sich allemal für so einen süßen Fratz. Es gibt tausende Netzwerke. Ich kann dir alleine 10 Netzwerke nennen, die du machen kannst. Bei deinem Aussehen, du musst aber deinen Hintern bewegen. Na, ich bin nämlich auch überall immer Partner. Alles, was ich selber nutze, da bin ich immer Vertragshändler. Damit ich das zum Einkaufspreis kriege. So, jetzt haben wir noch Verena und dann machen wir Feierabend für heute. Hallihallo. Guten Morgen. Halli. Morning. Schöne Grüße vom Tierkindergarten. Dankeschön. Ich habe Teddy gerade abgegeben, deswegen bin ich jetzt ein bisschen spät, aber ich wollte euch gerne teilhaben. Am besten bleibst du mit deinem Auto. Ich hatte am Donnerstag mit der Steffi ein Coaching. Und dabei habe ich... Ja? Ich habe dich jetzt... Ja? Wir haben dich zwischendurch nicht gehört. Bleib mal bitte stehen. Ich kann hier gerade nicht stehen bleiben. Ich bin auf einer Bundesstraße. Naja. Jetzt versuche ich es mit langsam fahren. Also, ich hatte am Donnerstag ein Coaching mit Steffi. Also mit und, mir? Genau. Und dabei... habe ich dieses Bild bekommen, dass ich aus meiner Kleinheit in die Größe gehe und das eigentlich als Bild, ich gehe über die Straße rüber. Und ich habe einen kleinen Hund, den ich ja nun gerade weggebracht habe und mit dem muss ich ja immer über die Straße. Und ich habe gemerkt, bei jedem Mal über die Straße gehen, ist da jetzt gestern richtig was passiert in meinem Herzen. Ich kriege gerade eine Gänsehaut, ja.
Und ich eiere schon eine ganze Weile damit rum, dass ich meine Miete erhöhen darf für meine Mieter oder für die eine Mieterin. Und ich habe das jetzt gestern mit ganz viel Herzklopfen und auch Angst geschrieben. Also es war wirklich erstmal Angst noch dabei, aber ich habe todesmutig heute abgegeben und bin total erleichtert, dass ich es gemacht habe, weil das ist für mich ein ganz großer Schritt, es wirklich auch abzugeben. Genau, hat sich also die Coachingstunde mehr als gelohnt, ja oder ja? Super. Also Applaus für Verena. Und ich sage herzlichen Dank. Von Herzen gern. Ihr müsst dazu verstehen, Verena war, die hatte ihre Führungsrolle nicht übernommen, das müssen wir dazu sagen, sondern die ist immer mit der Masse, die ist immer vor der Masse hergelaufen. Ich sage, geh doch mal auf die andere Straßenseite und übernimm du mal die Führung. Und dann ist das die Riege, die du betreuen darfst. Und das hast du jetzt gemacht, ne? Sehr gut. Bist aus der Kleinheit ausgestiegen. Wie viele dürften das auch mal tun von euch? Die sagen, oh ja. Also ihr Lieben, wenn ihr einen Coach finden wollt, dann sind wir als Team gerne da. Ansonsten findet euren Coach, wenn wir nicht die richtigen für euch sind. Wir haben es rund um Sorglos-Paket geschaffen. Und ich liebe es von Herzen, Menschen zu begleiten. Also wirklich aus tiefem Herzen. Ne? Die Menschen dabei, denen dabei zuzuschauen, wie die in ihre Größe kommen und da reinzufühlen, das ist für mich die absolute Erfüllung. Und ich wünsche mir, dass jeder von euch versteht, hey, ich bin es mir wert, das Leben so zu gestalten, dass sich das wirklich lohnt. Und dafür ist es oft hilfreich, sich einen Coach an seine Seite zu nehmen. Okay, ihr Lieben? Wir sehen uns auf dem VHK, wir sehen uns beim Level Up Your Life oder in Lesbos oder eben dann wieder hier im Call. Okay? Ich wünsche euch jetzt eine geile Woche und freue mich, von euch zu lesen und zu hören. Ich freue mich auch über eine Trustpilot-Bewertung. Ich freue mich über einen Instagram-Eintrag und sagt es gerne weiter. Denn ihr seht, heute war Ela hier neu dazugekommen. Und ich finde es immer mega wertvoll, dass Menschen einfach ihre Antworten auf ihre Fragen kriegen oder eben Antworten auf Fragen bekommen, die sie noch gar nicht hatten. Sag mal Halleluja. Ne? Manchmal haben auch Menschen jetzt Fragen gestellt, die gar keine Frage hatten. Das fand ich sehr, sehr großartig. Also macht's gut, wir sehen uns. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.